Hallo ihr Lieben, ich bin Julia, Teammitglied bei den Langhaar-Mädchen und gelernte Friseurin und ich freue mich total, dieses YouTube-Video, dieses für mich sehr besondere YouTube-Video für euch aufzunehmen. Es geht nämlich um eine Haarpflegeroutine, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, die mir sehr geholfen hat und die der ein oder andere vielleicht so grob schon kennt. Sie ist nämlich angelehnt an das Thema Skin Cycling, bloß eben für Haare. Die Pflegeroutine heißt Haircycling und ist, wie gerade schon erwähnt, abgeleitet von der sehr bekannten Hautpflegeroutine Skin Cycling und zeichnet sich dadurch aus, dass sie verschiedene Pflegeserien mit bestimmtem Fokus miteinander kombiniert und zwar in einem zyklischen Rhythmus. Die Vorteile von Haircycling sind gefühlt endlos, aber ich habe jetzt mal ein paar für euch zusammengepackt. Und zwar zum einen natürlich die optimale Pflegeversorgung von Kopfhaut und Haar. Denn dadurch, dass alle essentiellen Pflegeschwerpunkte, also eine gute Reinigung, um das Haar einfach so von allem Altlasten zu befreien, von zu viel Talg, von Styling-Rückständen, von Umwelteinflüssen und so weiter, davon wird das Haar befreit, dann wird es aber eben auch gestärkt, entweder um gesundes Haar auch stark und kräftig zu erhalten oder um schon strukturgeschädigtes Haar einfach wieder aufzubauen. Und dann der pflegende Aspekt, teilweise oder gerne auch mit Feuchtigkeitspflege, aber zum Beispiel bei Lockenköpfen kann da dann gerne die spezielle Lockenpflege angewendet werden. So hat man wirklich das Beste aus allen Welten, ohne das Haar zu überpflegen. Dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und für mich persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich selber starke Probleme mit der Kopfhaut habe, immer mal wieder. Die ist nämlich so eine kleine Zicke bei der Kopfhaut. Ist beim Haircycling, dass es nicht nur um Haare geht, sondern definitiv auch um die Kopfhautgesundheit. Das heißt, alles das, was ich hier gerade gesagt habe, diesen Fokus an Pflege, Reinigung und so weiter, zählt eben auch für die Kopfhaut. Denn die Kopfhaut wird durch verschiedene Serien, durch Masken, durch Peelings eben auch gereinigt, gepflegt, aufgebaut und beruhigt, je nachdem, was die Kopfhaut halt gerade braucht. Und das alles so, dass es wirklich eine schöne Gleichmäßigkeit hat und nicht von einer Sache zu viel bekommt. Definitiv für mich auch ein super Bonus, gerade so aus dem Salonalltag hört man das öfter, dass Haare quasi überpflegt werden. Das heißt, es wird zu viel an die Haare angelagert und das kann beim Haircycling nicht passieren. Alleine schon durch die Phase Nummer 1, durch die Reinigung und ausgleichende Pflege. Und gleichzeitig ist, obwohl sich das Ganze jetzt sehr strikt anhört, Haircycling eine super individuelle Pflegeform. Denn man nimmt sich einfach das aus den verschiedenen Phasen raus, was einem selber der Kopfhaut und dem Haar gut tut. Das heißt, wenn dein Schwerpunkt wirklich die Kopfhaut ist, dann schaust du einfach, dass du Haircycling für deine Kopfhaut betreibst oder wenn es dir vor allem um die intensive Pflege geht, dann schaust du zum Beispiel, dass du Haarmasken in diesem Rhythmus anwendest. Diese Individualität in einem Haircycling ermöglicht es auch, die Pflegeroutine ja, für alle Haarstrukturen und Haarlängen optimal zu gestalten. Also das heißt, egal ob du Locken hast, glatte Haare hast, Wellen hast, ob du einen Bob trägst, ob du Haare bis zur Hüfte hast, völlig egal, du kannst es einfach so umwandeln und für dich einsetzen, wie du es brauchst. Es gibt drei Phasen bzw. drei Steps. Der erste Step wird zum Beispiel am Haarwaschtag am Montag angewendet. Der zweite Step zum Beispiel dann beim nächsten Haarwaschtag am Donnerstag. Und der dritte Step dann am Samstag, wenn ihr wieder eure Haare wascht. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und Fokus beim Haircycling ist ganz klar einmal eine Vorbereitung auf die Pflege, also das heißt eine ausgleichende Reinigung mit leichter Pflege für Kopfhaut und Haar. Dann der Aufbau und die Reparatur von Kopfhaut und Haar, um das Haar einfach zu stärken, um die Kopfhaut widerstandsfähiger zu machen, einfach eine Basis an Haarstruktur zu haben. Und dann auch ganz, ganz spannend, Phase Nummer 3, das ist nämlich die individuelle Pflegephase, die ihr so anpassen könnt, wie es für eure Haare gut tut.
Und vielleicht hat der ein oder andere es schon in den DM-Filialen gesehen oder bei uns auf den Social-Media-Kanälen oder war ein ganz aufmerksamer Beobachter und hat hier schon ein paar Produkte von uns im Regal hinter mir stehen sehen, die wir so eigentlich nicht im Standardsortiment haben. Denn wir Langhaar-Mädchen haben aktuell eine Limited Edition, in dem es um das Thema Haircycling geht. Also das heißt, wir haben euch eine komplette Haarpflege-Haircycling-Routine zusammengestellt mit 14 Produkten und einem Tool. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, Haircycling möchte ich unbedingt mal ausprobieren, ich schaue mir das mal an, ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Ich erkläre euch jetzt nochmal in diesem Video ein bisschen was zu den verschiedenen Phasen, zu den verschiedenen Steps bzw. Serien vom Haircycling, damit ihr da auch genau Bescheid wisst, wo welcher Schwerpunkt liegt. In der Phase 1 vom Haircycling, also im Step 1 am ersten Haarwaschtag, geht es um Clean and Calm. Das heißt, um die Reinigung, um die milde Reinigung, um die ausgleichende und leichte Pflege von Kopfhaut und Haaren. Unsere Serie, also bei unserem Display, schaut die Serie so aus. Hat hier die 1 draufstehen, damit ihr wirklich genau wisst, dass das auch für Phase 1 geeignet ist. Bei uns bestehen aus Shampoo und Conditioner, einem Kopfhautpeeling und einer Kopfhautmaske. Und was nicht fehlen darf, ist unsere Shampoo-Bürste. Die könnt ihr natürlich auch bei den anderen Phasen anwenden, aber die ist einfach dafür da, um gerade jetzt in dem Step 1, in der Phase 1, vor allem auf die Kopfhaut einzugehen. Denn Phase 1 ist super, super essentiell beim Haircycling. Es geht darum, die Kopfhaut und die Haare von Schmutz, von zu viel Talg, von Styling-Rückständen oder ja, Partikeln, Umwelteinflüssen zu reinigen. Und das setzt dann die optimale Basis für die anderen beiden Steps voraus. Denn nur wenn du ein Haar hast, was wirklich frei von, ich sag mal, unnötigem Zeug ist, hat es auch die Kapazität, wieder neue Pflege aufzunehmen. Wichtig bei dieser Phase ist, dass es zwar eine reinigende Phase sein soll, aber trotzdem auch eine ausgleichende Wirkung haben sollte. Denn wenn du jetzt zu viel Reinigung auf Kopfhaut und Haar packst, dann kann es auch austrocknend wirken. Und genau das haben wir jetzt zumindest bei unseren Produkten definitiv so konzipiert, dass es einfach leichter und milder ist. Und deswegen auch hier, man sieht es ganz gut, die Kopfhautserien, die einfach ein perfektes Zusammenspiel bilden. Dann Phase Nummer 2, die reparierende und aufbauende Phase, schaut bei uns so aus, hat hier auch wieder die 2 drauf, ist farblich abgehoben von Phase Nummer 1 und ist super wichtig für jede Haarstruktur. Denn im Endeffekt geht es darum, dass jedes Haar, egal ob es gesund ist oder schon strapaziert ist oder anfällig für Haarbruch oder, chemisch behandelt, naturbelassen, ganz egal, eine gewisse Kräftigung und Stärkung der Haarstruktur braucht. Einfach, damit es entweder gesund bleibt und die Widerstandskraft noch erhöht wird oder um eben die schon strapazierte und angegriffene Haarstruktur wieder aufzubauen. In dieser Serie befinden sich bei uns Shampoo und Conditioner, dann die stärkende Haarkur und das stärkende Kopfhautserum. Und speziell, wenn es um die Stärkung und Kräftigung von Haaren geht, darf dieses Schätzchen nicht fehlen. Das ist ein Spitzenserum, speziell konzipiert als Overnight-Serum. Das heißt, du gibst es dir einfach vorm Schlafengehen in deine Haarspitzen, gerne auch ein bisschen in die Länge hoch. Bindest dir deine Haare locker als Schlaffrisur zusammen, gerne leicht geflochten. Und dann kann das Serum nämlich perfekt einwirken. Über Nacht, du hast morgens super schön geschmeidige, gebündelte und gepflegte Haarspitzen. Mit Phase 1 und Phase 2 vom Haircycling sind jetzt quasi so die Grundbedürfnisse eines jeden Haares und der Kopfhaut abgedeckt. Also eine Reinigung, alle Altlasten einmal abwaschen und einmal die Stärkung und Kräftigung, die Reparatur. Und Phase Nummer 3 ist deswegen die individuellste Phase, es ist quasi die Pflegephase. Und bei der Pflegephase geht es darum, dem Haar das zu geben, was ihm sonst noch fehlt. Das kann zum Beispiel bei Lockenköpfen spezielle Lockenpflegeprodukte sein. In unserem Fall jetzt auf unserem Display ist es aber die Care and Shine Serie. Das heißt eine pflegende Serie, die vor allem auf eine ja, ausgeglichene Haarstruktur, auf die Vitalität und Elastizität von Haar- und Kopfhaut abzielt. Und die zeige ich euch jetzt schnell nochmal. Unsere Serie besteht aus Shampoo und Conditioner. Wie könnte es anders sein? Dann aus der pflegenden Haarmaske und ganz besonders, wie ich zumindest finde und auch für meine Kopfhaut mega, das beruhigende Kopfhautserum.
Die Formulierung parfümfrei, ganz entspannt, ganz mild ist für mich, was die Kopfhaut angeht, zusammen in Kombination mit den anderen beiden ein absoluter Gamechanger. Und dann haben wir noch unsere Leave-In-Cream, die einfach das Haar in Gänze schön pflegt, geschmeidig macht, besser kennbar, Anti-Frizz-Effekt hat, aber trotzdem nicht zu schwer ist und damit einfach die Serie komplett abrundet. So, das sind jetzt schon super viele Informationen zu dem Thema Haircycling gewesen. Ich weiß, das ist gar nicht mal so wenig, aber es ist nicht so kompliziert, wie sich das jetzt im ersten Moment anhört. Es hat aber dafür umso mehr Vorteile. Also schaut euch die Produkte gerne mal in Ruhe an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch da natürlich super gerne bei uns melden. Und ansonsten schaut gerne auf Instagram vorbei. Da haben wir noch ganz, ganz viel mehr Informationen zu den Produkten. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback.